Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute kommt endlich das lange sehnte Klassenguide, wo ich euch zeige, wie ihr am besten eine KIM-Strike bekommt. Meine Meinung nach, wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Und die beiden KIM-Strikes, die ich bis jetzt bekommen habe, habe ich auch mit ungefähr dieser Klasse bekommen. Und das heißt also, die helfen wirklich. Und es ist wirklich dann einfacher, die zu bekommen. Übrigens, kommen wir erstmal zum Spielemodus. Wenn ihr wirklich eine KIM-Strike bekommen wollt mit dieser Klasse, dann ist Fly for All am empfehlenswerten, weil ihr einfach auf euch allein gestellt seid und jeder einzelne Schritt, den ihr hört, ist ein Gegner. Deswegen ist Fly for All sehr empfehlenswert. Vor allem, kauft euch ein Headset. Kauft euch irgendwie ein Headset. Es muss nicht das teuerste sein. Ich zum Beispiel habe das XP 500. Was ich empfehlen kann, ist auch das Astro A50. Sollte ich allerdings nicht empfehlen, weil es bei mir aus irgendeinem Grund einfach so nicht mehr geht. Keine Ahnung, ich habe nichts damit gemacht. Trotzdem, richtig geiles Headset. Bei euch wird es auf jeden Fall klappen, denke ich. Bei mir, keine Ahnung wieso. Ist ja auch egal. Mittlerweile habe ich das XP 500. Das ist jetzt aber nicht das allerbeste Headset, was ich jemals hatte. Aber ist ja vollkommen egal. Und zwar zeige ich euch jetzt die Klasse, wie ihr am besten in einem Fly for All eine KIM-Strike bekommen könnt. Mit dieser Klasse könnt ihr allerdings auch in anderen Spielmodis KIM-Strikes bekommen. Allerdings, ja, ganz genau, ist es in Fly for All einfacher. Und das heißt jetzt aber nicht, dass ihr mit dieser Klasse, die ich euch gleich zeigen werde, nur KIM-Strikes bekommen könnt. Also ihr könnt auch gut damit spielen, sehr gut sogar. Das ist meine Erfahrung bis jetzt. Wenn ich eine andere Erfahrung gemacht habe, dann zeige ich euch das. Gut, gehen wir erstmal hier. Das ist die Klasse. Und zwar habe ich am Anfang gleich die AK-12 mit am Start, weil diese Waffe ziemlich geil ist. Die ist irgendwie so extrem balanced, habe ich so das Gefühl. Mit Schalldämpfer, damit ihr nicht auf der Map erkannt werdet. Dann Vordergriff, damit ihr eine bessere Präzision habt. Die Tarnung ist vollkommen egal. Da könnt ihr auch gar nichts wählen. Übrigens, die Tarnungen sind hier ziemlich schwer freizuschalten. Oh, cool. Erreichen die 25. Also, das ist auch übel schwer, zum Beispiel hier Gold zu bekommen. Um Gold zu bekommen, müsst ihr alle anderen Tarnungen freischalten. Ist extrem heftig, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffe, vielleicht mit der Waffe, aber auch nur. Gut. Secondary nehme ich immer die PDW, weil einfach irgendwie, ich weiß nicht, also die einzige, die mir außer die PDW hier gefällt, ist die Magnum. Die gefällt mir eigentlich fast in jedem Spiel, wo es eine Magnum gibt. Allerdings ist die so eine Waffe, wo wenn ihr einmal schießt, dann müsst ihr erstmal ein paar Sekunden warten, bis ihr nochmal schießen könnt. Und bis dahin seid ihr schon wieder tot. Und ich weiß, die Pistolen kann man auch im Akimbo-Modus nehmen, aber die sind ultra scheiße im Akimbo-Modus. Zumindest meine Erfahrung. Deswegen PDW, 3-Schuss-betriebene Waffe, richtig geil. Ich bin sowieso ein Fan von 3-Schuss-betriebenen Waffen. Deswegen eine richtig geile Waffe. Und falls euch die Munition leer geht, einfach Secondary rausholen und los geht die Action. Dann habe ich als Primärausrüstung habe ich die Semtex, obwohl es gibt ja eine überpowerte Ausrüstung, die nennt sich USBV, habe ich noch nicht benutzt, aber ich habe es gesehen, wie es die Gegner benutzt haben und ich hasse diese Ausrüstung, die ist überpowered und ich hasse sie übertrieben, weil es ist schlimmer als eine S-Mine und schlimmer als eine Claymore. Das ist eigentlich wie beides, so richtig schlimm. Und der Radius ist auch relativ hoch, also ihr habt schon noch Zeit, um wegzulaufen, aber meistens erwartet ihr so ein Teil einfach nicht, da denkt ihr einfach nicht dran, dass es so ein Teil gibt und dann stirbt ihr einfach und das kotzt einen extrem an. Aber wisst ihr was, das Teil ist nun mal im Spiel, deswegen könnte ich es auch benutzen. Ich persönlich lege mich nicht auf darüber mehr, weil das Teil ist halt im Spiel, ich könnte es auch benutzen, ich benutze es nicht, ich benutze dafür die Semtex. Die Splittergranate, damit könnt ihr richtig geile Spielchen machen, indem die einfach gedrückt hält und dann lädt die auf und dann könnt ihr sie gleich zum Explodieren bringen, ist schon geil. Allerdings ist es für mich so ein bisschen zu eine große Zeitverschwendung, deswegen benutze ich immer die Semtex. Wurfmesser, zu riskant, C4, auch ganz gut, aber gefällt mir nicht mehr so wie in Call of Duty Black Ops 2, deswegen benutze ich meistens die Semtex. Hier benutze ich ganz standardmäßig die Erschütterungsgranate, wenn ich Schritte höre irgendwo oder weiß, okay, da könnte einer spawnen, dann werfe ich da immer eine Erschütterungsgranate rein und wenn ich einen Hitmarker bekomme, okay, dann weiß ich, da ist ein Gegner. Ganz genau. Jetzt kommen wir zum wirklich allerwichtigsten, denn die ganzen Sachen, die ich euch bis jetzt gezeigt habe, sind nicht so wichtig wie das hier eigentlich, denn zu den Perks. Also zum einen ist es sehr wichtig, dass ihr Fingerfertigkeit mitnimmt, weil in diesem Spiel habe ich so das Gefühl, dass das Nachladen richtig lange dauert. Und da man wirklich so schnell stirbt, müsst ihr mit dem Nachladen wirklich so schnell fertig sein, wie es geht. Das muss man einfach so machen, ist einfach so. Gut, dann was für Intensivstation, was für ein komischer Name für ein Perk. Auf jeden Fall regenerieren sie ihre Gesundheitssteller, weil in Call of Duty Ghosts ist es meistens so, dass ihr eliminiert den ersten Gegner, kommt der nächste, den müsst ihr auch eliminieren und immer mehr Gegner kommen und dann müsst ihr einfach euch schnell regenerieren, vor allem, weil ihr auch ziemlich viel Schaden bei einem Gegner nehmen könnt und wie gesagt, dann ist es wirklich sehr, sehr hilfreich.
Dann kommen wir zu den aller zwei wichtigsten Perks. Ohne die beiden Perks hätte ich niemals eine KM-Strike erreicht in Play für alle. Und zwar ist das Todesstille und Verstärker. Der Nachteil dabei ist, dass ihr einfach keine anderen Perks mehr nehmen könnt. Allerdings sind die beiden Perks so wichtig, weil durch Todesstille kann man euch nicht mehr so gut hören. Man kann euch immer noch ein bisschen hören, aber nicht mehr so gut. Und durch Verstärker hört ihr jeden Gegner, der Todesstille hat, also der dieses Perk hier hat. Ihr hört jeden Gegner und ihr hört die gegnerischen Schritte noch lauter. Also das ist wirklich das Geilste, was es gibt. Und dann wisst ihr einfach, von wo die kommen. Und da die Sound Engine hier in dem Spiel so geil ist, könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, darauf zu verzichten. Also das ist schon wirklich wichtig. Ganz genau, das waren die vier Perks. Ihr seht unten links, ich kann auch gar keine Perks mehr nehmen, sondern nur die. Aber das ist auch okay, denn deswegen haben wir hier den Spezialistenbonus. Wenn ihr auf eine KM-Strike geht, dann nimmt keinen Soldaten und keine Unterstützung, weil selbst wenn ihr Killstreaks bekommt, dann werden die euch nicht helfen. Selbst wenn ihr Kills damit bekommt, das zählt nicht zur KM-Strike. Ihr müsst nur Waffenkills machen. Deswegen nehmt einen Spezialistenbonus und da habe ich einmal, als allererstes habe ich Stalker mit am Start, genau. Das erste, was ich habe, ist Stalker. Stalker ganz genau, weil Stalker ist wirklich eines der geilsten Perks. Ich würde es mitnehmen, gleich am Anfang haben, aber ja, es verbraucht einfach zu viel Platz. Und dann könnte ich vielleicht nur drei Perks mitnehmen oder so, keine Ahnung. Deswegen nehme ich Stalker immer nur beim Spezialistenpaket mit. Und zwar könnt ihr euch damit schneller bewegen. Ihr verschafft euch einen extremen Vorteil, wenn ihr immer nach links und nach rechts geht, während ihr schießt. Immer abwechselnd. Die Gegner kommen einfach nicht mehr mit. Und Leute, die meisten Leute haben nicht das beste Aiming. Ist einfach so. Die meisten Leute sind nicht so gut in Call of Duty. Und wenn ihr euch dann immer bewegt und drauf schießt, dann könnt ihr es viel besser kontrollieren als die Gegner. Und der Gegner hat einen richtig fetten Nachteil. Deswegen ist Stalker einer meiner Lieblingsperks im ganzen Spiel. Und alles klar, Stalker ist also auf jeden Fall Pflicht. Dann, nächstes Perk, was ziemlich wichtig ist, ist schneller zielen. Ihr seht einen Gegner, der steht kurz vor euch. Gut, dann würde ich euch empfehlen zu messern. Ich persönlich habe die Angewohnheit nicht zu messern. Das ist ein extrem großer Nachteil, weil Messern in dem Spiel ziemlich, ziemlich effektiv ist. Wenn ihr neben einem Gegner seid. Und ganz genau, Messern ist also sehr wichtig. Das müsst ihr euch unbedingt angewöhnen. Ich persönlich muss es auch tun, hab's noch nicht getan. Ich habe nie gemessert, ich messe auch nicht so gerne. Deswegen bietet sich für mich schneller ziehen ziemlich gut an, weil ihr einfach schnell ranzoomen könnt. Das ist sau wichtig und total unterschätzt. Ich glaube, viele Leute unterschätzen das jetzt und denken, ja, schneller ziehen ist doch vollkommen egal. Aber nein, weil aus der Hüfte schießen, mit meinen Erfahrungen habe ich nicht so gut gemacht, dass ich kann nicht so gut aus der Hüfte schießen. Ich kill kaum jemanden mit. Und deswegen ganz schnell reinzoomen und sofort anfangen zu schießen. Sehr, sehr empfehlenswert. Ein richtig geiles Perk. Gut, und zum Schluss, da ist es eigentlich gar nicht so wichtig. Ich persönlich habe Beweglichkeit, also, oder, wo war das nochmal? Ach genau, Marathon, unbegrenztes Sprinten, hier ist es. Das ist natürlich ein sehr, sehr geiles Perk. Allerdings würde ich euch auch Plünderer empfehlen, weil ihr dann nicht die Waffe wechseln müsst. Das müsst ihr sowieso, weil bis ihr Plünderer habt, dauert es sowieso eine Zeit lang. Aber ja, ich nehme meistens Marathon, weil ich Plünderer nicht so brauche. Vor allem, ganz ehrlich, ich persönlich picke immer die Waffen der Gegner auf. Ich mache das immer, ist mir vollkommen egal. Und ihr findet immer eine gute Waffe, da müsst ihr euch keinen Stress machen. Immer liegt ein Gegner irgendwo, dann hebt ihr einfach die Waffe auf und gut ist. Und ganz genau.